Hallo meine Freunde und Zuschauer. Ja, was macht man Schönes? Zweiter Weihnachtsfeiertag. Langeweile in der Einsamkeit. Jo, jetzt habe ich überlegt, was mache ich Schönes? Euch ein bisschen ebenfalls langweilen. Und zwar mit... guckt euch das mal an. Antriebsstoff. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Lecker Energy Drink. Schön bei Edeka geholt. Und da wollen wir uns doch mal gemeinsam anschauen, womit wir hier vergiftet werden. Das ist für nichts das Allerbeste. Pfand. 25 Cent bekomme ich hinterher. Alleine schon deswegen müsste ich das Zeug aussaufen. Naja, gut. Wir haben ja letztens schön gelesen, was Taurin bewirkt im Körper. Und da haben wir auch gelernt, dass dieser Antrieb, der immer Werbung gemacht wird, wahrscheinlich nur ein Placebo-Effekt ist. Ja. Gut. Weil, wenn das Ding wirklich einen Effekt auf den Körper hätte, der nachgewiesenermaßen funktioniert, dann wäre das nämlich ein Medikament und dürfte nicht frei verkauft werden, sondern in der Apotheke. Und schon allein deswegen wissen wir, dass das Zeug nicht irgendwie wirken darf. So war jedenfalls früher mal die Gesetzeslage. Jo, hier. Gemeinsam mit alkoholischen Getränken können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Allein deswegen müsste man es schon trinken. Nicht erwünschte Wirkungen. Das klingt doch interessant. Also wir werden uns das jetzt gemeinsam in die Rübe schütten. Ne? Was steht noch Schönes drauf? Original. Ja, wie? Was ist denn jetzt nicht original? Mit Koffein? Na, Koffein kennen wir alle aus Kaffee. Gut, okay. Ach, endlich aufgefetzt. Ich hab Durst. Ne? Was macht man in der Einsamkeit? Durst. Ab 15 Uhr können wir dann Glühwein saufen. Na gut. Ich saufe das Zeug wirklich, das könnt ihr jetzt so schön sehen. Also irgendwie schmeckt das wie jeder Energy Drink. Schmecken die wirklich alle gleich? Ich weiß nicht. So Freunde, ne? Das war jetzt Thema Nummer 1. Getränketest abgeschlossen. Das Team hat ja einiges hingestellt. Ich darf es wegsaufen und wegfressen. Allerdings muss ich dann immer ein Video machen. Na gut. Was macht man nicht alles aus der Armut, ne? Okay. Aber jetzt wollte ich euch noch mal was anderes zeigen. Langeweile, kleiner Vlog. Das ist doch was Schönes, oder? Und eine schöne Zigarettenschachtel, oder? Schön Blech, ne? Und hier... innen drin ist alles schön mit Holz ausgekleidet. Ja, da hinten ist mein Bett zu sehen. Das will keiner sehen. So, schönes Holzkästchen, oder? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, meine verwanzte Bude, okay. Könnt ihr schön heten. Also ich freue mich ja immer über Kommentare. Schön liken, vielleicht abonnieren. Aber es wäre doch mal schön, wenn jemand was schreiben täte. Ey, du alte Mistsau, räume auf die Bude. Nee, ich habe keine Lust. Kein Antrieb. Nee, was ich euch zeigen wollte, das war das nächste, was ich geschossen habe. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schick? Ist das nicht schön? Da kommt die Elster mir durch. Aber ich wollte euch bloß mal zeigen, das ist so eine Kombination zwischen Zigarettendose, hier fehlt scheinbar die Feder zum Aufschnipsen, aber ist doch edel, oder? Ist das nicht edel? Eines wahren Gentlemans würdig. Hier müsste irgendwie noch eine hübsche Gravur rein. Shout out an Luzi. Da wartet noch Arbeit, ne? Gut, guckt euch das mal an, ne? Das Beste aber daran ist, das Feuerzeug ist ja gleich mit angebaut. Und zwar hat das wohl früher mal so funktioniert, das habe ich jetzt rausbekommen. Hier drücken, wenn man hier rauf drückt, geht oben eine Verriegelung auf. Ja, und da kommt das Problem. Ich drücke jetzt, was passiert? Nichts. Verriegelung öffnet sich. Also das Feuerzeug funktioniert wirklich, wir haben es getestet. Ist nur noch Benzinfeuerzeug. Problem ist bloß, hier fehlt eine winzige kleine... Jo, Freunde, da bin ich wieder. Dieser dämliche Kameraspeicher nervt. Was ich euch sagen wollte. Das Ding riegelt hier oben ein, ist gespannt und normalerweise drückt man hier drauf und dann schnipst das hier auf. Und da fehlt hier einfach, in das Löchelchen da, eine Feder, die dort eingehakt wird. Ein ganz simples Teil eigentlich. Ja. Und das werde ich mir noch zeitnah ran besorgen müssen. Federstahl, genau. Ansonsten kannst du ganz normal das Dingelchen hier unten auch rausnehmen. Guckst du hier, zack. Ne?
Und das ist einfach nur ein schönes kleines Feuerzeug. No? Unten geschlossen? Ja, und jetzt kommt das nächste. Wozu ist hier das Loch? Können wir mal fokussieren? Zack. Wenn du da oben reinschaust, siehst du da kein Gewinde. Also gehört da demzufolge auch keine Schraube rein. Oder sehe ich das jetzt falsch? Das könnte doch mal einer in die Beschreibung schreiben. Wenn da ein Loch drin ist und das mit dem Benzintank verbunden ist, sappert ja der ganze Sprit da unten rein und verdunstet. Also das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Nur wenn wir jetzt nochmal schauen, Licht, ne? Ganz normal die Hülle hier bloß. Warum hat dieser Tank da unten ein Loch? Das muss mir mal jemand erklären, ne? Das ist ja ganz normal Feuerstein und hier ganz normal zum Befüllen, ne? Ja, sieht ein bisschen ranzig aus. Wenn sich mal einer fragt, warum da so eine seltsamen Schrauben drin sind, diese Schlitzschraube, die so ein bisschen, na, Fokus, zack. Na, sieht man's? Licht? Der Ding ist so gebogen, also der Schlitz selber. Der hat eine Rundung drinne. Das ist deswegen, Leute. Ja, ich zeig's vor. Dafür ist es eigentlich. Da kommt eine Münze rein zum Drehen. Ne? So funktioniert das. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die passende. Ja, die passt. Und wenn man dort mit einem stinknormalen Schraubendreher reingeht, zerkratzt man diese Schrauben furchtbar. Und so sehen die dann hinterher aus. Der schöne Chrom ist futsch. Ne? Das müsst ihr euch merken bei sowas. Jo, dann kommt das hier oben wieder rein. Schnapp. Und hier oben ist diese Klinke. Ne? Wenn du hier drauf drückst, zack, da geht die Klinke rein. Ne? Schön. Also, wunderbares Teil.